Oh, ein Wüstentempel. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Hier waren wir auf... Ja, hier waren wir auf keinen Fall schon. Das ist, sieht nach einem Raum aus, in dem man irgendwas kriegt, nachdem man alle Fledermäuse getötet hat. Oh, alle tot. Alle. Oh, das war gut. Das ist so gut, dass ich jetzt Eismannfahrer werde. Ja. Ich fahre die Eismänner zu ihren LKWs. okay. Juhu! Jetzt haben wir zwei Schlüssel, weil wir den einen nicht benutzt haben. Einfach herpetologisch. Ja. Ja, wissen Sie, was das ist? Nein, für Schlangen. Was sind das denn für Fluffy-Gegner? Das sind die ersten, die sich, die nicht im 3D-Spiel übernommen wurden, weil ich frage mich auch wie. Das ist ja unglaublich geil. Nee, die sind. Stell dir die mal in 3D vor, in einem 3D-Spiel. Gut, dass die das nicht gemacht haben. Titte? Ja, das ist ja egal. Das ist ja egal. Wie macht man einen Gegner schwerer, wenn man ihn nicht mehr schwerer machen kann? Das ist ja egal. Ja, das ist ja egal. Aber die sind sehr einfach, die Gegner. Am schwersten sind immer noch die Ritter. Alter! Oh, das war auch noch umsonst. Aber wir haben, ja, aber wir gehen erstmal in die Tür ohne. Das war ganz schön blöd. Aber naja. Oh, es wird dunkel. Wir haben kein Licht. Man kann sich Licht kaufen. Aber das brauchen wir nicht. Doch, wir sehen jetzt natürlich nicht die, ja, da... Hä, da geht's irgendwo weiter. Ja, ich weiß, aber ich will jetzt nichts versuchen. Also, du willst dir eine Lampe kaufen. Ja, bestimmt. Da war, haben wir doch schon mal... Da haben wir doch schon mal Licht gesehen, oder nicht? Ich hab's gesehen, glaube ich. Ich hab's in Gedanken gesehen. Wenn sie das wirklich so machen wollen, bestimmt braucht man das auch beim Endgegner oder so ein Scheiß, dann braucht man das sowieso. Ja. Wir haben den Kompass und rennen jetzt ganz schnell weg und werden dabei von Fledermäusen aufgegessen. Sie saugen uns das Blug heraus. Das ist ja ein Augenschmaus. So. Oh, echt? Wusste ich gar nicht. Sie sind, sie gibt es auch nicht, Johannesburg, sie sind auch nur ein Mythos. Oh, ein Schlüssel. Und diesmal muss man nicht mal alle Fledermäusen töten. Fledermäusen töten. Ah, oben rechts ist also der Endgegner. Mhm. Death. Aber wir haben den Kompass, wir haben Schlüssel. Was will man mehr, außer einen großen Kuchen? Wenn ich bitten darf. Kies. Was, wie wollen sie denn mit Kies an der Tür aufmachen? Wollen sie mit dem Kies gegen die Tür hauen? Ha! Amüsement. Ein französisches Wort. Ja. Amüsement, das ist ein französisches Mousse. Mit kleinen Baguette-Stückchen drin. Ein bisschen Chantal. Ja. Genau! Baguette-Stückchen mit Chantal. Was redest du für Scheiße? Ein Portemonnaie ist in Garage. Gut, wir gehen jetzt. Oh, es wird wieder dunkel. Vielleicht sollten wir uns doch Licht kaufen. Weil irgendwann kommen Ritter im Dunkeln. Das... Und irgendwann muss man alle Gegner töten oder einen Stein verschieben, oder dass wir es. Ja, wir erkennen auch jetzt da oben die Tür nicht, aber es sieht nach einem Schlüssel aus. Also nach einer verschlossenen Tür. Und. Ich glaube auch, dass sich dahinter eine Bierbrauerei befindet. Das ist so meine These. Ja, das, ja. Ja. Die können einfach rüberhüpfen, oder was? Kann man sich ja gar nicht den Weg von denen abgucken. Wahrscheinlich ist das daher so. Mir fällt auf, dass man im Wüstentempel bei Twilight Princess auch Licht braucht. Das ist ja sehr schön. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnapp, schnapp. Er redet alle, weil irgendwie glaube ich, dass man das muss. Er glaubt, dass man es muss. Er redet blöden Stuss. Mann, sind wir wieder witzig. Ich muss ja irgendeinen Scheiß labern, ne? So. Es war einfach eine offene Tür. Oh mein Gott. Oh, die Fledermäuse sieht man nicht. Das ist ja auch sehr cool. So typische Comic-Augen. Das ist irgendwas anderes. Dann kann man die damit nicht töten. Das ist der Schleim. Ach so, stimmt. Die haben ja auch solche Augen. Also typische Comic-Augen. Oh. Wo hast du das denn gesehen? Weil wenn man die haut, ich sehe da nichts Grünes, das bist du selbst. Ach, stimmt, ich bin
Die müssen die nicht alle töten. Okay, hast du ja. Siehste. Ja, wir gehen ja einfach im Dunkeln durch, wie bei Pokémon. Da habe ich früher mir auch nie Blitz geholt. Bin immer so durch den Felstunnel gegangen, weil ich den auswendig konnte, weil ich ein dummer Nerd bin. Was? Doch, jetzt haben sie mich natürlich indirekt dazu aufgefordert. Oh. Oh, Licht, ey, voll in den Augen. Ach, so war das vielleicht auch vorher. Wir hatten das Pokémon-Lösungsbuch, bevor wir Pokémon hatten. Warum auch immer, das weiß niemand so wirklich. Ach doch, weil wir mal Pokémon nachspielen wollten und dafür, da waren auch alle Pokémon drin als Pokédex. Und dann haben wir die. Und ja, wir waren so gut, dass wir im Italien einem Jungen helfen konnten, der nicht weitergekommen ist. Am Anfang von Pokémon Rot und Blau muss man ja Professor Eich ein Paket bringen. Und das wusste er nicht, das steht ja auch nur. Und er ist nicht weitergekommen und wir haben ihm geholfen, ohne dass wir das Spiel jemals gespielt haben. Und ja, darum konnten wir auch den Felstunnel. Also ja, ich bin auch ohne... Sogar, wie man laufen muss, weil wir die man die Trainer nicht bekämpft. Wir sind also am Anfang natürlich noch mit Lösung, aber dann später konnten wir den einfach so durchgehen. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr. Das ist auch sehr schön, dass ich da andere, wichtigere Informationen für in meinem Gehirn gespeichert habe. Ja, da kann ich ja immer noch fast alle... Wie zum Beispiel, dass Chuck Norris den selben Synchronsprecher hat wie Benjamin Blümchen. Ein sehr, also viel wichtigere Informationen, so. Oh ja. Das Federmann. Ja, vor allem, weil die am Anfang nur alle so blub und brett und bra sind. Es gab irgendwie nur so zwei, wo ich mir nie sicher war, aber das dann irgendwie dann doch... Ja, es gibt auch welche, die einen ähnlichen haben, nur schneller abgespielt. Ja, und sowas konnte ich dann sogar auch noch unterscheiden. Gut, jetzt müssen wir nur noch den Weg finden da rein. Irgendwie ich das mal schneller. Apropos 151 Pokémon, wir hatten auf der blauen Edition mal 150 Pokémon mit Mew, aber ohne Electek. Das erzähle ich immer wieder gerne, weil das so dumm ist. Und einfach keine Lust mehr, noch ein Electek zu holen, wo wir dann alle Pokémon gehabt hätten. Ja, besonders weil Professor Eich nur gesagt hat, ja, gut gemacht. So, das ist so das bei ist, Pikmin, wenn man das dann durchgespielt hat. Ja, steht da auch. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Teile gefunden. Geil, dafür habe ich das jetzt durchgespielt. Oh, wir haben 1,5 Herzen. Warum sind sie jetzt wieder zurückgegangen? Ich glaube, das ist da oben. Ach komm schon! Ja, komm schon! Ja, wohin denn? Ich hab kurz den Feuerwehr-Jugendsong. Vielleicht, müssen wir jetzt auch eine kleine Pause machen. Ja? Wir haben heute einen Tempel geschafft. Ich meine, wir brauchen wieder neuen Lebensmut. Den hatte ich noch nie. Ich bin ein Brot. Gut, meine Damen und Herren, das war's für mit Real Green Tower Games. Wir... Elimination Mode. Wir gucken jetzt Fringe und... Naja, das müssen wir essen. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir Fringe gucken. Wir gucken Fringe. Gut, auf Wiedersehen. Spock! Noch ein Schlusswort, Herr Johannesbrot, bitte. Johannesbrot. Ich hab alles gespoilert, hä? Bitte einen Schlusssatz. Spock hat spitze Ohren.